Hallo, ich bin Ulrich und heute erzähle ich euch was zum IVV Permanentwanderweg in Büsum. Ich war ja zum einen auf dem IVV Wandertag in Süderbarup, wo es ja darum ging, darzulegen, welche Geschwindigkeiten man dort schaffen kann. Man hat eine perfekt ausgeflaggte Strecke mit einer mehr oder weniger perfekten Infrastruktur. Man könnte so einen Wandertag halt mit einem Mini-Rucksack, mit einer Wasserflasche und einer Regenjacke drin machen. Aber uns geht es ja darum, Geschwindigkeiten zu testen und Geschwindigkeiten aufzubauen und auch zu trainieren. Und jetzt war ich halt den nächsten Schritt in Büsum. Büsum ist ein sogenannter Permanentwanderweg. Neben Laufen, sich auch noch orientieren, und das kostet halt Zeit. Und das gucken wir uns jetzt mal im Detail an. Zunächst gehen wir mal auf die Homepage. Dort brauchen wir Permanentwanderwege. Schleswig-Holstein ist hier voreingestellt und dann gehen wir hier auf Büsum. Hier habe ich die Vorabinformationen. Hier steht eine ganze Menge Blablabla drin. Ich will dieses hier wissen. Oldtankstelle Heidener Straße, Büsum, und die hat auf von bis. Dann brauche ich noch weitere Daten, nämlich GPX-Daten. Dafür haben wir dann dieses Gerät. Wie kommen die Daten erstmal auf das Gerät? Das gucken wir uns jetzt an. Da gibt es eine andere Homepage für. Hier habe ich die Informationen nochmal. Allerdings, dies sind Informationen aus zweiter Hand. Und hier kann ich dann durch einen kleinen Klick auf die 7, das ist die GPX-Daten für die 7 und für die 13er Strecke. Diese Daten muss ich zwingend laden. Das ist wichtig. Dann mache ich mich auf den Weg, gehe zu dieser Tankstelle. Zug dahin gefahren. Büsum habe ich auch deswegen genommen. Ich hätte auch Lauenburg nehmen können. Ist halt wesentlich näher, aber Lauenburg war ich halt überall schon. Und Büsum war jetzt halt neu. Darum halt Büsum. Und Büsum kommt man halt mit der Eisenbahn sehr gut hin. Und dann gucken wir uns jetzt mal an, wie sowas von außen aussieht. Was erwartet einen in dieser Tankstelle? In dieser Tankstelle kriegt man einmal solche Karten zu kaufen. So sehen die blanko aus. Dann fragt man dort nach einer Wegbeschreibung. Die sieht jetzt hier so aus, von der einen Seite und von der anderen Seite. Da muss man aufpassen. Wie oft habe ich an Tankstellen diesen Zettel gekriegt? Und da muss man halt aufpassen, wenn man diesen Zettel hier kriegt, dass man dann sagt, da muss noch ein anderer Zettel sein. Dieser Zettel ist nicht immer da. Es passiert also sehr häufig, eigentlich viel zu häufig, dass man hinkommt und sagt, habe ich nicht mehr. Und dann braucht man halt die GPX-Daten, weil dann geht es halt nicht ohne. Es ist zwar auch eine Ausflaggung auf den Strecken vorhanden, aber auf die kann man sich nicht hundertprozentig verlassen. Für mich ist immer so ein Problem, wenn ich loslaufe, ich nenne das immer, das ist die Anziehungskraft des Startlokals. Aber hier ist relativ eindeutig geschrieben, wir gehen links am Skymark vorbei bis zur Bismarckstraße links. Folgen wir bis zum Ende, dann rechts in die Johannesstraße, kurz links in den Pappelweg, dann den Deichaufgang hinauf. Dann links weiter auf dem Ostdeich zu B203 Ortsumgehung Hafen, Turn links ab durch den Hochzeitswald. Über die Deichhauser Straße und die Bahngleise bis zum Kaufhaus Stolz. Davor Wegeteilung 7 und 13 Kilometer. Das ist teuflisch, weil falsch. Aber mit solchen Problemen hat man immer wieder zu kämpfen. Da kommen wir dann aber jetzt im weiteren Verlauf zu. Das Ganze nimmt dann so seinen Weg. Jetzt gucken wir uns noch mal ein kurzes Video an von so einer Kontrolltafel.
Und diese Kontrollnummern, die muss man halt hier hinten eintragen. Und jetzt kommen wir an etwas, da hat man immer wieder mit zu kämpfen. Wir gucken uns jetzt mal einen Pfeil an. So. Das ist jetzt natürlich wieder was, wie man es nicht machen sollte. Heißt das jetzt, von da sind wir gekommen, heißt das jetzt, dass wir dahin müssen? Oder soll uns dieser Pfeil jetzt hier sagen, geradeaus? Dieser Pfeil zeigt eindeutig nach links, nach Backbord. Richtig wäre aber geradeaus. In der Wegbeschreibung steht auch drin, dass geradeaus gemeint ist. Bis zum Mühlenweg, links geht es zur Badestelle Warenwort, darüber hinaus zum Kronberg. Und der Pfeil zeigt nach links. Also da, und den nächsten Pfeil gucken wir uns auch nochmal an. Go. Auch dieser Pfeil zeigt in eine interpretierbare Richtung, um das mal so auszudrücken. Aber da an dem zweiten Pfeil gibt es jetzt keine Möglichkeit, verkehrt abzubiegen. Von daher ist das jetzt die Meinung, weil die Straße so ein kleines Dings macht. Aber man kann es da nicht jedem recht machen. Wie oft habe ich mit Wanderkollegen vor solchen Wegweisern gestanden und gerätselt, ja, was soll uns das jetzt sagen? Teuflisch ist dieser, wie gesagt, zum Badeort da. Das ganze plätschert jetzt so vor sich hin. Jetzt gucken wir uns noch mal einmal so eine Kontrolltafel an und dann machen wir noch mal einen Schwenk über den Deich. Jetzt kommen wir an eine Stelle, die ist wieder ein bisschen teuflisch, und zwar gucken wir uns jetzt erstmal die Pfeile an. Das ist die Wegezusammenführung, wo sich die Wege trennen. Es spielt ja hier, sieht man ja auf der Skizze auch, es gibt ja wie gesagt zwei Startlokale. Und wir befinden uns jetzt gerade, nicht mit dem Finger auf der Karte zeigen, an dieser Stelle. Und die Pfeile sagen uns, dass wir jetzt rechts, also Steuerbord, abbiegen müssen. Dann bin ich stur nach dieser Wegbeschreibung hier gelaufen, nach dem Ding. Und habe anfangs nicht verstanden, man kommt dann ja wieder an dieser Wegeteilung vorbei. Was das sagen soll, und zwar diese Wegeteilung ist gar nicht die Wegeteilung. Diese Wegeteilung ist Trennung für Hin- und Rückweg. Das ist ja im Wesentlichen eine 8. Und an dem Schild, wo wir gerade waren, mit den beiden Pfeilen geradeaus und rechts, laufen Hin- und Rückweg zusammen. Und an dieser Wegetrennung, wo ja 7 und 13 steht, was gar nicht die Wegetrennung ist, das ist nämlich die Trennung für Hin- und Rückweg. Da hätte ich also beim zweiten Mal dann links, also wieder Backbord, abbiegen müssen, um wieder zur Tankstelle zu kommen. Das habe ich nicht gemacht, weil ich es nicht wusste. Der Groschen ist auch pfennigweise gefallen. Und das habe ich erst gemerkt, als ich wieder hier war und mir die GPX-Daten von diesem S-Terminus-Web angeguckt habe, mit meinen eigenen verglichen habe. Das wurde dann auch erst klar, als ich die 7-Kilometer-Strecke mitgegangen habe. Und dann geht es zurück zur Tankstelle, das gucken wir uns jetzt auch nochmal an. Und jetzt gucken wir uns nochmal die Startkarte an, wie sie dann ausgefüllt aussieht. Ich weiß nicht, ob man die Zahlen erkennen kann. Gut.
So, und so sieht die Startkarte aus. Vielleicht nochmal fotografieren gleich. Jetzt kommen wir wieder an so einen Punkt. Ich persönlich kaufe dann sofort 2 von diesen Dingern und gehe dann sofort im Anschluss direkt, ohne reinzugehen, auf die 7 Kilometer Strecke. Da zeige ich euch jetzt einfach mal die Bilder von der Strecke. Da ist mir dann jetzt auch das passiert, was zum Wandern dazugehört, dass man sich nämlich verläuft. Und zwar habe ich mich gewundert, wofür diese Parkscheinautomaten da stehen. Jetzt kommen wir an so einen kleinen Einwurf. Und zwar hier steht ja drauf, Parkmöglichkeit am Park- und Reitplatz ist Wartenweg. Park- und Reitparkplatz ist Wartenweg. Gut. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, Leute, wisst ihr eigentlich, dass da Fahrscheinkontrollen stattfinden können? Park- und Reitparkplätze sind in der Regel nämlich nur für Leute, die auch einen Fahrschein haben für die Bundesbahn. So, und das Teuflische hier ist dann nochmal, die Parkscheinautomaten, die die Bundesbahn einsetzt, die sehen genauso aus wie diese Automaten, die da am Deich stehen. Und zwar ist jetzt Folgendes passiert. Diesem folgen Sie am Hochhaus vorbei bis zum I-Punkt, am Schwimmbad vorbei, dann rechts die lange Treppe hinunter. Und zwar ist das ein bisschen irreführend, weil eigentlich die Reihenfolge passt hier irgendwie nicht. Mit I-Punkt und Schwimmbad. Man muss eigentlich vor dem I-Punkt links abbiegen. Links, also Backboard abbiegen. Und ich bin dann am Schwimmbad vorbei, die meinen aber hinten am Schwimmbad vorbei. Ich bin natürlich vorne am Schwimmbad vorbei und kam dann zum zweiten Mal an so einen Parkscheinautomat. Wie gesagt, das Teuflische ist, diese Parkscheinautomaten, diese Kurtaxenautomaten sehen genauso aus wie die Parkscheinautomaten, die die Bundesbahn auf Park- und Reitparkplätzen einsetzt. Das kann man jetzt natürlich ethisch diskutieren. Wer mal Hotelurlaub gemacht hat, der weiß, das Hotel hat ein beheizbares Schwimmbad. Ja, dass es beheizbar ist, heißt nicht, dass es auch beheizt ist. Hier steht auch nur, dass da ein Park- und Reitparkplatz ist. Müssen die erwähnen, dass das gebührenpflichtige Parkplätze sind? Hätten die erwähnen müssen, dass man auf dem Deich Kurtaxe zahlen müssen? Oder kann man das beides als Allgemeinbildung voraussetzen? Ist eine ethische Diskussion. An der Jugendherberge entlang. Dann kommen wir Ostdeich folgend, Kinderspielplatz, rechte Hand, da waren wir ja schon, dann links die Abbiegung hinunter in den Pappelweg. Und dann an dieser Stelle fragt man sich dann, ja, wieso stand denn da gerade eine Wegeteilung? Wie gesagt, dass dies keine Wegeteilung ist, sondern dass das die Trennung Hin- und Rückweg ist und dass das Schild falsch ist, da kommt man ja erstmal gar nicht drauf. Und dann kommt man wieder zur Tankstelle. Dort gibt man diese Karte ab. Und dort passiert dann, dass der Tankstellenwärter, der Kaffeebetreiber, hat grundsätzlich erstmal nichts davon. Der hat da Arbeit mit
Und das macht er in der Hoffnung, dass man Kaffee trinkt, dass man nochmal voll tankt. Jetzt passiert wieder was, das ist wieder Ethik. Es gibt Tankstellen, wenn man tanken tut, machen die einen so viel Stempel in diese Hefte, wie man haben will. Es gibt aber auch die Tankstellen, die machen das grundsätzlich so, oder die Verkaufsstellen, aber es gibt auch die, die sich diese Karten, wenn man nichts kauft, ganz genau angucken. Ganz genau. Und wenn dann da eine Stelle fehlt, ja nee, dann stempel ich nicht. Fakt ist, dass die eigentlich ist es nicht deren Aufgabe, die Dinger zu kontrollieren. Diese Karten gehen an den Verband zurück und dort laufen diese Hefte mit diesen Karten dann zusammen und werden dann da kontrolliert. Hatte ich ja auch schon bei dem Sida Barup Video gesagt. Das ist umstritten, diese These. Wer auf diesen Wegen bescheißen will, der soll es bescheißen. Er richtet ja keinen Schaden an. Im Wesentlichen habe ich alles gesagt. Hier ist jetzt noch anzumerken, hier stehen jetzt keine Kilometerzahlen dahinter. Das muss man, in der Regel macht man das selbst. Weil das Personal gar nicht weiß, was da eigentlich los ist und abgeht. Und ja, das ist für die eher lästig und sie interessieren sich auch nicht dafür. Mir war jetzt wichtig aufzuzeigen, Orientierung kostet Zeit. Orientierung will gelernt sein. Die Pfeile in die Landschaft umzusetzen, ist ein bisschen Übung. Das hatten wir gesehen an den beiden Pfeilen, die dann nach links, einer nach Backbord zeigen, ob schon geradeaus hätten zeigen müssen. Das ist jetzt natürlich wieder was, wie man... Ansonsten kann man den Weg genießen. Wie eng man das mit diesen Kontrollen sieht, ist Geschmackssache. Diese Hefte nachzuweisen, ist auch Geschmackssache. Ja. Wichtig ist, dass man den Umgang auch mit diesen Geräten lernt. Aber dazu wird es ein eigenes Video geben. In diesem Sinne sag ich tschüss. Das nächste Video wird dann ein Rund- und Weitwanderweg sein. Das wird Barbe auf Rügen sein. In diesem Sinne, tschüss.